Es geht mal wieder um einen Wandler, aber diesmal um einen anderen Wandler, nämlich um einen mit etwas mehr Funktionen. Und zwar nicht nur Step Up wie den letzten, den wir uns angeguckt haben, sondern hier kombiniert Step Up und Step Down. Wir können also Spannung hoch und runter setzen, also um die Eingangsspannung herum wandeln sozusagen. Hier nochmal der Blick zum Vergleich auf den letzten Wandler, zu dem es ja einige Videos gab. Und das Interesse zu Wandlern im Allgemeinen war ja doch recht größer, sage ich mal. Deswegen dachte ich mir, ich habe da nochmal ein bisschen ergänzend jetzt mal einen rausgesucht, der auch in einem eurer zahlreichen Kommentare vorkam. Nämlich gab es jemanden, der an der Stelle rumgebastelt hat und wollte dann mit Digitalpotis die Ausgangsspannung eines Wandlers verändern. Und das ist jetzt genau der Wandler, den ich mir hier mal besorgt habe und den ich mir auch mal angucken möchte. Es ging nämlich um diesen von 5 bis 30 Volt auf 1,25 bis 30 Volt Buck-Boost Wandler mit einem LTC 1625 als Schaltregler-IC da drin. Das ist genau dieses schicke Ding, wenn ich mich nicht verkauft habe und das richtig verstanden habe. Der kann das nämlich Eingangsspannung 5 bis 30 Volt, Buck-Boost, die Themen, die wir uns jetzt mal angucken wollen, die Ausgangsspannung von 1,5 bis 30 Volt einstellbar, 8 Ampere Eingangsstrom ist angegeben. Wollen wir mal gucken, wie er sich bei dem Eingangsstrom verhält und vielleicht auch noch ein bisschen darüber gehen und dann mal gucken, der angegebene Wirkungsgrad in der Beschreibung, wie realistisch der denn ist, ob wir den nachstellen können. Schauen wir doch vorher noch mal kurz auf das Exemplar, was wir uns gekauft haben, beziehungsweise ich mir gekauft habe und wir uns hier gleich angucken werden. Eingangsseitig gibt es erstmal eine Sicherung. Das ist in diesem Fall jetzt keine Kfz-Flachstecksicherung, wie es beim anderen Wandler der Fall war, sondern eine klassische 5x20 Glassicherung. In diesem Fall eine flinke 10 Ampere Sicherung. Finde ich schon interessant, da eine flinke reinzubauen, weil ich meine, da sind immerhin Kondensatoren eingangs- wie ausgangsseitig drauf mit 2x470 Mikrofarad. Und wenn ich da direkt irgendwie mit 12, 24 Volt irgendeiner Betriebsspannung an die Klemme gehe, also an die Eingangsklemme auf der anderen Seite, dann werden erstmal diese Kondensatoren geladen über die flinke Sicherung. Und wie oft und gerne und lange die das dann aushält, steht so ein bisschen in Frage. Also ich hätte da auch eine träge Sicherung vorgesehen tatsächlich, weil Halbleiterschutz bietet auch eine flinke Schmelzsicherung nicht. Dafür ist die immer noch zu langsam. Dementsprechend hätte man da auch eine träge nehmen können und hätte dann eventuell eine Baustelle weniger. Sofern man da öfter mal direkt eine hohe Betriebsspannung in leere Elkos anlegt, dann wird die wahrscheinlich früher oder später vor sich hin sterben. Haben wir hier auf der Ausgangsseite noch zwei Spindeltrimmer, wie wir sehen, zwei Potis. Da können wir einmal einen Ausgangsstrom, also einen Konstantstrom einstellen, beziehungsweise eine Strombegrenzung und mit dem anderen einen Konstant Voltage, also sozusagen dann die Ausgangsspannung selber einstellen. Das ist beides möglich und auch getrennt voneinander hier. Dann gibt es noch eine Funktion, die ich aber in dem anderen Wandler nachgerüstet habe über den DTC-Pin, nämlich eine Ausschaltfunktion bzw. eine Standby-Funktion. Da gibt es hier an dem LTC 1625 einen verbauten direkten Enable-Pin, also der genau für sowas da ist, und das ist hier entsprechend dann über diese beiden Durchkontaktierungen rausgeführt. Da kann ich also einen Schalter anlöten. Die Logik ist hier genau die gleiche, wie ich das beim DTC-Pin nachgerüstet habe. Man muss die Brücke hier schließen, damit der Wandler aus ist. Und wenn die offen ist, so wie hier, dann ist er in Betrieb. Dementsprechend ein umgekehrtes Verhalten, als man es von einem Schalter eigentlich erwarten würde. Dann gehen wir nochmal einen Blick auf die Unterseite. Da ist so das, was für die Regelung üblich ist. Wir haben hier einen Strommessschand hier, diese 7 Milliohm. Dazu gibt es noch eine Operationsverstärkerschaltung hier oben, die aus diesem 7805 Linearregler hier versorgt wird und letzten Endes nur am Eingangs-Sens-Pin, an dem 1,2 Volt-Pin des LTC 1625 hier unten, letzten Endes ein bisschen manipuliert, sage ich mal, dass darüber dann genauso auch ein Stromlimit eingestellt werden kann, weil dieser Sens-Pin ist ja eigentlich nur dafür da, um eine Spannung entsprechend einzustellen. Dementsprechend greift hier auch noch der Spannungsteiler an dem Sens-Pin und stellt dann darüber die Spannung ein. Beides wird dann hier kombiniert und geht dann da drauf. Dieser LTC 1625, der hier gar nicht LTC 1625 heißt, sondern SH1215, das ist irgendwie ein umgelabeltes Bauteil, eine Kopie, sagen wir mal, aus dem fernen Land. Letzten Endes ist der aber PIN-kompatibel und funktionskompatibel mit dem LTC 1625. Die gibt es ja auch noch in der dritten Bezeichnung, irgendwie in RW 3000 irgendwas so genau. Ich habe da mal ein bisschen gegraben, geforscht. Ich war nicht der Erste, der auf der Suche war danach. Dementsprechend war es etwas einfacher, in Foren da was zu finden. Und wenn man denn das gefundene Wissen selber nochmal überprüft, dann stellt man noch fest, es ist tatsächlich so. Also die PIN-Belegung ist identisch mit dem LTC 1625 und entsprechend der Belegung und der Anschaltung geht man dann auch davon aus, dass der Funktionsumfang identisch ist. Wie sich das jetzt im Weiteren verhält mit der Schaltung, da fangen wir doch jetzt gleich mal an und probieren das mal aus. Fangen wir also als erstes erstmal damit an und gucken mal, welche Ausgangsspannung so erreichbar ist. Ich habe erstmal 15 Volt Eingangsspannung genommen, so dass wir dann die Ausgangsspannung, die wir hier unten sehen, die gerade auf minimalen Wert steht, jetzt um die Eingangsspannung herum drehen können.
Dementsprechend legen wir da doch mal los. Ich nehme mal einen Schraubenzieher und dann drehen wir mal den Spindeltrimmer. Wir fangen bei 1,2 Volt, 1,2 Volt ungefähr an, die niedrigste Spannung. Ich drehe hier dann mal ein bisschen langsamer, wenn wir so in die Nähe kommen, der Eingangsspannung. Und dann sehen wir, es gibt da auch keinen wirklichen Sprung oder sowas. Also man kann da sauber durchdrehen, man hat kein Umschaltverhalten von Step Up zu Step Down oder andersrum und kann dann hochdrehen bis 30 Volt. Wird also entsprechend der Beschreibung gerecht ist. Das gleiche können wir uns hier nochmal umgekehrt angucken. Ich habe jetzt mal 15 Volt Ausgangsspannung eingestellt und wir fangen mal mit der minimalen Eingangsspannung an, die beschrieben ist, nämlich 5 Volt. Und dann machen wir das hier nochmal ebenso und drehen dann einfach nur mal am Labornetzteil die Eingangsspannung hoch und lassen die Ausgangsspannung fest. Ich drehe auch mal im Bereich von 15 Volt der Ausgangsspannung etwas langsamer. Und wir sehen jetzt hier eine Ausgangsspannung, wenn wir durch den Bereich durchdrehen, hier verändert sich auch nichts, bis auf die letzte Nachkommastelle nicht. Es gibt hier also auch kein Sprungverhalten oder so, wenn der Wandler umschalten muss von Step Up in Step Down. Also auch da ist die Ausgangsspannung immer sauber, wenn wir die Eingangsspannung durchdrehen. Dann gucken wir uns hier mal den Fall Ruhestrom an, der ja in den Kommentaren auch immer mal beliebt war. Dementsprechend möchte ich auch bei diesem Wandler nochmal darauf eingehen. Ich habe jetzt mal 5 Volt Betriebsspannung, also die minimale Betriebsspannung eingestellt und eine vielleicht typische 24 Volt Ausgangsspannung. Und der Ruhestrom verhält sich ein bisschen seltsam. Deswegen habe ich das Ganze mal in einem Video festgehalten, wie wir hier sehen. Und zwar pendelt der so ein bisschen. Wir fangen jetzt irgendwo so bei 20 mA an. Dann rammt das so ein bisschen runter. Ich habe das Ganze hier auch mal in Echtzeit aufgenommen. Also das ist keine Zeitlupe oder so. Das geht wirklich so langsam. Irgendwo bis 14,2 mA sowas in dem Dreh. Und dann rammt der wieder hoch. Irgendwo bis knapp über 20 mA. Ich weiß nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Ich könnte mal so schätzen, der fährt irgendwie so die Taktfrequenz des Wandlers durch. Aus EMV-Gründen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall verhält sich das so. Im Mittel sind wir da also dann irgendwo so bei um 17, 18 mA Stromaufnahme bei 5 Volt Eingangsspannung. Im gleichen Fall nochmal bei 24 Volt Eingangsspannung und 24 Volt Ausgangsspannung. Da sehen wir, da ist die Ruhestromaufnahme schon deutlich geringer und auch das Pendeln ist deutlich geringer. Pendeln hier so zwischen 7,5, 8 mA, 8,5, sowas in dem Dreh. Dann habe ich nochmal ein Video mit 5 Volt Ausgangsspannung und immer noch 24 Volt Eingangsspannung und da sehen wir, da ist dann die Ruhestromaufnahme nochmal eine Ecke geringer. Da sind wir noch so bei 4,3 bis 4,6 mA, sowas in der Größenordnung. Dann nochmal kurzes Kapitel Enable Pin bzw. diese Key-Brücke, die man hier setzen kann. Ich habe sie mal gesteckt, dass der Wandler abgeschaltet ist. Und ja, im Vergleich zur letzten Ruhestrommessung, die wir gemacht haben, ist der Standby-Strom gar nicht so viel geringer. Wir hatten eben 4,3 bis 4,6 mA und jetzt haben wir hier noch so 3,5 mA. Das heißt also, man muss bei gewissen Eingangs- zu Ausgangsspannungsverhältnissen sich überlegen, beziehungsweise man kann sich überlegen, ob man den Wandler überhaupt noch abschalten will, weil viel weniger ist da dann nicht mehr. Das ist halt einfach der Ruhestrom des IC selber, der ja weiterhin bestromt ist und dementsprechend geht auch dann der Ruhestrom nicht viel weiter runter und auch der Standby-Strom nicht. Sehen hier nochmal mit 8 Volt Eingangsspannung, eben war mit 24 Volt. Man sieht also auch, der Ruhestrom ist dann, beziehungsweise der Standby-Strom, wenn man über diesen Key-Kontakt den Wandler abgeschaltet hat, verändert sich auch nicht mehr groß. Der ist dann also immer mehr oder weniger gleich, recht unabhängig von der Betriebsspannung. Was man in diesem Beispiel auch noch sieht und was relativ wichtig ist, beziehungsweise was entscheidend ist für den Einsatz, die Ausgangsspannung ist hier wirklich bei 0 Volt, wie wir hier sehen. Also das ist nicht wie bei dem Step-Up-Wandler, wo dann über die Induktivität und die Ausgangsfreilaufdiode jede Spannung noch durchkommt, die niedriger ist als die Eingangsspannung, sondern das ist in diesem Fall wirklich so, aufgrund der Step-Up-Step-Down. Topologie mit den doppelten Transistoren kann der wirklich komplett abschalten, also den Strompfad von Eingang zu Ausgang komplett unterbrechen und dementsprechend ist dann auch wirklich Null am Ausgang. Das heißt also, wenn wir hier einen Kurzschluss fabrizieren oder wenn wir den Wandler ausschalten und haben irgendeine ohmsche Last oder sowas dran, die auch bei geringerer Spannung noch Strom benötigt, dann ist die in diesem Fall wirklich aus. Das heißt also, man kann hier wirklich von einer Original 1A echt Ausschaltung sprechen sozusagen, dass dann am Ende wirklich gar keine Spannung mehr am Ausgang anliegt. Und darüber zeigt sich dann halt auch wirklich, dass wir hier einen Kurzschlussschutz haben. Also der beim Step-Up-Wandler, den wir uns letztes Mal angeguckt haben, auch nicht gegeben ist. Da geht der Kurzschlussschutz halt nur so weit, bis wir auf Höhe der Eingangsspannung sind und dann fließt der Strom direkt durch. In diesem Fall ist es auch so, wenn ich hier eine Kurzschlussbrücke setzen würde, dann wäre die Ausgangsspannung wirklich null und der Wandler könnte auch das noch begrenzen. Kommen wir nun also zur Wirkungsgradmessung des schönen Dinges hier. Bin hier oben mal angeschlossen und hingelegt. Wir kennen den Aufbau noch ein bisschen, wer das letzte Video gesehen hat vom letzten Wandler. Der riesige Kühlkörper hier unten mit den paar Bauteilen drauf ist meine selbst gestrickte elektronische Last in diesem Fall. Ist einfach ein Transistor, der im Längsbetrieb einfach einen Ausgangsstrom des Wandlers erzwingt bzw. einregelt über einen Operationsverstärker, der hier sitzt. Der ganze Mist über einem Messstand hier war 0,1 Ohm Präzisionsmesswiderstand. Parallel messen wir mit dem Multimeter auch nochmal hier die Spannung darüber und wissen darüber gleich, welcher Strom da fließt. Das heißt also, bei 0,1 Ohm haben wir entsprechend bei 100 Millivolt hier oben auf dem Display einen Strom von 1 Ampere und entsprechend dazu andere Ströme.
Hier haben wir nochmal die Ausgangsspannung, die ist direkt am Wandler gemessen. Das heißt also ohne irgendwelche Übergangswiderstände von Klemmen, Leitungen oder Anschlüssen und ähnlichem haben wir dann direkt die Spannung nochmal dazu zum Strom. Auf der anderen Seite Eingangsspannung, seitlich die Stromversorgung, stellt wieder mein Labornetzteil, man in die Jahre gekommen ist, was aber das einzige ist, was entsprechend höhere Ströme liefern kann. Dazu habe ich hier auch nochmal ein Multimeter liegen, was dann die Spannung auch nochmal direkt am Wandler misst. Strom können wir dann hier oben ablesen, für höhere Ströme ist die Anzeige ja dann ausreichend genau. Damit kommen wir dann auch schon zum ersten Betriebsfall. Und zwar fange ich mal an mit der niedrigsten Eingangsspannung. Wir gehen jetzt hier mal auf 5 Volt, entsprechend also direkt am Wandler 5 Volt. Lassen 5,7 Ampere reinfließen und das führt dazu, dass dann am anderen Ende bei einer eingestellten Spannung von 24 Volt noch ein Strom von 1 Ampere zustande kommt. Haben hier also letzten Endes runde 24 Watt Ausgangsleistung und brauchen dafür 28,5 Watt Eingangsleistung, was in einem Wirkungsgrad, wie wir hier ausgerechnet sehen, von knapp 85% mündet. Naja, vom anderen Wandler waren wir jetzt schon Besseres gewöhnt, ja, aber lassen wir das erstmal so stehen, das ist erstmal so die erste Messung. Und das Ganze wird natürlich nicht besser, wenn man mit der Leistung hochgeht, verständlicherweise. Damit sind wir hier schon auch bei der Messung, die dann den höchsten Eingangsstrom sozusagen darstellt. Das heißt, ich bin einfach mal hochgegangen mit der Strombelastung am Ausgang auf 1,5 Ampere bei 24 Volt. Dementsprechend sind wir da bei rund 36 Watt. Und am Eingang brauchen wir dafür etwas über 45 Watt. Dementsprechend sind wir jetzt bei 9 Ampere Eingangsstrom bei ungefähr 5 Volt Eingangsspannung. Damit sind wir dann nur noch bei rund 80% Wirkungsgrad. Ja, es ist jetzt nicht grottenschlecht, aber es ist, wenn man so ein bisschen den anderen Wandler noch im Hinterkopf hat, der schon doch über 90% geschafft hat, doch immer noch schon eine ganze Ecke schlechter. Aber wir müssen hier auch bedenken, wir haben eine Buck-Boost-Topologie, das heißt, er kann beides und dementsprechend zollt das dann auch ein bisschen an den Wirkungsgrad. Gucken wir also mal weiter. Gehen wir auf 12 Volt Eingangsspannung hoch, nochmal ein paar Fälle dazu. Dementsprechend ist der Eingangsstrom hier geringer, was dazu führt, dass meine Anzeige so ein bisschen in Frage zu stellen ist mit ihrer eigenen Nachkommastelle. Die Auflösung reicht ja nicht mehr so ganz, um da wirklich sinnvoll was draus zu sagen. Deswegen habe ich hier mal ein bisschen umgebaut. Wir haben jetzt hier das Multimeter im Strommessbereich, was dann nochmal in Reihe hängt, einfach, dass wir hier nochmal die beiden Ströme miteinander vergleichen können und hier etwas mehr Auflösung haben in den Nachkommastellen. Wir sehen jetzt, in diesem Fall sind sie sich halbwegs einig und hier habe ich nochmal eine Strommesszange dazugelegt im Spannungsmessbereich, die jetzt die Aufgabe des Multimeters übernimmt und zwar hier nochmal die Spannung zu messen direkt am Wandler. Dass wir da auch wieder einen plausiblen Wert haben, beziehungsweise einen richtigeren Wert. Ausgangsseitig hat sich nichts verändert. Wir haben hier 100 Millivolt auf der Anzeige, was an unserem 0,1 Ohm Messwiderstand entsprechend 1 Ampere entspricht. Und hier noch knappe 24 Volt, mündet in ungefähr 24 Watt. Dafür brauchen wir jetzt 27,5 Watt Eingangsleistung, wo wir dann bei guten 87% Wirkungsgrad liegen. Ist ja schon mal wieder halbwegs okay. Das Ganze wird natürlich auch nochmal so ein bisschen hier in den anderen Fall jetzt. Wir haben eine Eingangsspannung, die genauso groß ist wie die Ausgangsspannung. Und das ist nochmal ein recht interessanter Fall, weil könnt jetzt davon ausgehen, gut, da muss ja nichts wandeln. Wenn Eingang und Ausgang gleich sind, warum sollte es denn da einen Wirkungsgrad geben? Es ist in diesem Fall tatsächlich so, ich habe jetzt hier mal 13 Volt genommen, die vielleicht halbwegs typisch sind, wenn man so eine Kfz-Anwendung hat irgendwie. Man will von der Kfz-Spannung, die ja bekanntermaßen eher schwankt, auf eine konstante Ausgangsspannung. Und deswegen habe ich jetzt mal den Fall hier angenommen. Wir sehen, ich habe hier 13 Watt am Ausgang, 1 Ampere bei 13 Volt und ich brauche tatsächlich fast 1,2 Ampere am Eingang bei 13 Volt, um das am Ausgang zu bewerkstelligen. Und das ist nur noch ein Wirkungsgrad von knapp 84%. Und das ist schon tatsächlich das Erste, was mich dann wirklich enttäuscht hat, weil da muss man mal sehen, was dann durch die Induktivität hier, durch den Draht und durch die beiden Transistoren da dann wirklich am Ende schon verloren geht für eine Leistung mehr oder weniger, die da umgesetzt wird und die wir dann am Ende mehr reinstecken müssen am Eingang, dass wir am Ausgang noch was rauskriegen. Dann bin ich noch ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Wir können ja auch Step Down und dementsprechend mir das nochmal angeguckt. Bin also mal auf 15 Volt Eingangsspannung gegangen in diesem Fall. Und wir haben immer noch unser Strommessgerät in Reihe, dass wir dann am Ende auch sehen bei kleinen Strömen, was sich denn da wirklich am Ende abtreibt. Und am Ausgang haben wir denn hier 5 Ampere Ausgangsstrom jetzt in diesem Fall. Ich bin mal eins hochgegangen mit der Messgeräteauflösung. Haben wir also 500 Millivolt über 0,1 Ohm, dementsprechend 5 Ampere und eine 3,3 Volt Ausgangsspannung habe ich mal eingestellt. 3,3 Volt, vielleicht recht üblich, wer irgendwie Schaltung in dem Bereich hat und da was versorgen möchte und da Ganze mal mit höheren Leistungen zustande geht, irgendwie vielleicht mehrere parallel geschaltete High-Power-LEDs oder sowas, die von irgendeiner PWM oder sowas versorgt werden, RGB-Anwendung, wer weiß, es gibt ja viele Möglichkeiten, dementsprechend ist das hier vielleicht mal so ein Fall.
Und ich habe mal gute 16 Watt Ausgangsleistung und da brauchen wir 24,5 Watt Eingangsleistung und der Wirkungsgrad ist jetzt echt schon bestechend schlecht. Also das hat mich dann wirklich überrascht, wie man das schafft, da denn unter 68% Wirkungsgrad haben wir jetzt tatsächlich. Es ist ein bisschen dadurch erklärbar, dass im Step-Down-Fall bei so niedrigen Ausgangsspannungen die Freilaufdiode am Ausgang eine relativ große Rolle spielt. Gucken wir uns das nochmal ein bisschen im Plan an nachher. Es ist aber so, dass wenn ich da irgendwie 0,7 Volt Spannungsabfall über eine Diode habe, sagen wir mal, in Relation prozentual zu 3,3 Volt Ausgangsspannung spielt das schon eine ziemlich große Rolle. Und das schlägt dann natürlich auf den Wirkungsgrad bei solchen Fällen. Da ist es sehr sinnvoll, einen Synchronwandler zu haben am Ausgang mit zwei FETs, dass man die Spannungsabfall über der Diode sich dann spart. Das Ganze wird natürlich auch keineswegs besser, wenn wir die Leistung erhöhen. Ich bin hier mal auf 8 Ampere Ausgangsstrom gegangen bei 3,3 Volt. Dementsprechend sehen wir jetzt nur noch gute 63% in diesem Fall. Und das ist auch übrigens der höchste Strom, den ich aus dem Wandler rausgekriegt habe. Sind wir jetzt gleich mal an der Stelle, weil mehr als 8 Ampere ging nicht. Also ich konnte das Poti nicht weiter aufdrehen. Die Strombegrenzung hat nicht mehr zugelassen. Bei über 8 Ampere ist dann immer die Ausgangsspannung eingebrochen. Ja, es ist in der Beschreibung sind 10 Ampere angegeben. Die habe ich nicht erreicht. Dementsprechend, wir sind hier bei 8. Ob das jetzt ein Verlust ist, muss jeder selber wissen. Ich meine, bei dem Wirkungsgrad und 8 Ampere Ausgangsstrom bei der Leistung, da muss man das Ding eh kräftig kühlen. Länger als ein paar Sekunden funktioniert das sowieso nicht, wenn man hier sieht, was hier zwischen verheizt wird zwischen diesen beiden Leistungen. Kommen wir nochmal auf einen nächsten Fall. Ich bin mal mit der Ausgangsspannung ein bisschen hochgegangen. Wir wandeln jetzt von 15 Volt auf 5 Volt. Dann wird das etwas besser, das Szenario, weil die Ausgangsdiode mit ihren 0,7 Volt nicht mehr ganz so stark reinschlägt. Der Ausgangsstrom ist jetzt noch bei 7,5 Ampere an dieser Stelle. Wir sehen, wir kommen da aber auch nur auf 70% Wirkungsgrad mit Ach und Krach. Es ist also noch keineswegs gut, aber nicht mehr ganz so schlimm. Dann muss ich nochmal ein bisschen umbauen, weil wir wollen jetzt auch nochmal von einer etwas höheren Eingangsspannung auf eine Ausgangsspannung wandeln. Und da ich nur 15 Volt aus meinem Labornetzteil rauskriege, bin ich jetzt hier mal auf mein kleines Akku-Labornetzteil gegangen. Wir gucken uns jetzt also noch ein paar kleinere Leistungen an, dass wir mal mit 24 Volt Eingangsspannung zu Werke gehen können. Hier ist immer noch der Strom auf dem Multimeter. Und wir sehen, am Ausgang habe ich jetzt mal auf 12 Volt und 1 Ampere gewandelt. Dementsprechend 12 Watt. Dafür brauchen wir über 15 Watt auf der Eingangsseite, dass wir es zustande kriegen. Und sind wir noch bei etwas über 78% Wirkungsgrad. Das ist für einen Step-Down-Wender jetzt auch keine Bombenleistung. Aber wie gesagt, wir müssen im Hinterkopf behalten, dass hier beide Wandlerzweige vorgesehen sind und dementsprechend etwas höhere Verluste zu erwarten sind. Das Ganze nochmal mit doppeltem Ausgangsstrom bei 2 Ampere und dementsprechend doppelter Ausgangsleistung wird der Wirkungsgrad natürlich auch nicht besser von, sind wir jetzt bei rund 78%. Damit denke ich mal, haben wir so die gängigsten Fälle, die man mit so einem Wandler vielleicht abdecken möchte, uns mal angeguckt und da überall mal ein paar Zahlen zu aufgenommen. Die Schaltung, die der Wandler verwendet, die findet man auch in einer Application Note von Analog. Ich habe das hier mal rausgesucht. Das ist die 233 ist das, glaube ich. Ich verlinke die auch mal unten, dann könnt ihr mal gucken. Und da ist diese Beispielschaltung drin. Und da kann man sich jetzt mal ein bisschen so ein Bild machen, wie dieser Wandler wohl funktioniert. Mit einer einzelnen Induktivität hier, was ja für einen Seebeck-Wandler, also eine klassische Seebeck-Form, so wie man sie kennt, mit zwei Induktivitäten und Kondensator oder so ist es nicht. Es ist wirklich nur eine einzelne Induktivität und die ist entsprechend von Transistoren umschaltet hier auf beiden Seiten und einer Freilaufdiode, sodass es möglich ist, tatsächlich in beide Richtungen damit zu wandeln mit diesem LTC1625. Und wir gucken uns die Fälle mal kurz an. Ich wähle hier mal ein bisschen Farbe aus und dann malen wir da mal dann rum. Und zwar sieht man, dass von dem Transistor M3 hier das Gate hier mittendrin hängt. Das heißt also, man sieht schon, wenn dieser High-Side-FET durchschaltet, dann ist ja dieser Zweig hier zwischen eben auf High-Potential, entsprechend auf der Betriebsspannung. Und dann ist das Gate dieses N-Channel-Feldeffekt-Transistors hier auch auf High. Und dementsprechend kann man schon mal sagen, diese beiden leiten immer gleich. Also es ist nicht möglich, dass nur einer von den beiden durchsteuert, weil entsprechend die Potenziale ja zusammenhängen. Es leiten also immer M1 und M3 zusammen. Und M2 entsprechend entgegengesetzt, weil er hier von Bottom Gate vom LTC1625 entsprechend umgekehrt angesteuert wird. Und jetzt kann man sich natürlich mal einen Fall vorstellen, ne? Es fließt ein Strom, wenn M1 und M3 geschaltet sind, hier durch die Induktivität und dann hier nach Masse ab. So in dieser Richtung. Da wird die Induktivität dann aufgeladen. Das ist schon mal der erste Fall, der ein bisschen abweicht von einem klassischen Wandler. Bei einem klassischen Wandler, zum Beispiel der Step-Down-Fall, wäre ja immer so, dass der Strom, wenn die Induktivität geladen wird, über die Freilaufdiode in die Last fließt. Das heißt also, es würde auch im Ladefall der Induktivität beim Step-Down-Wandler immer ein Strom schon durch die Last fließen, beziehungsweise in den Ausgangskondensator. Das ist in diesem Fall nicht so, weil natürlich über diesen FET, der hier mitschaltet, die Induktivität gegen Masse aufgeladen wird. Dadurch haben wir schon mal so einen ersten kleinen Wirkungsgradverlust, weil natürlich im umgeschalteten Fall, wenn wir jetzt hier mal kurz
das nochmal einmal resetten und den umgeschalteten Fall sehen, also die Induktivität ist geladen, dann würde ja Strom entsprechend irgendwo hier fließen. Der andere Transistor hier ist geschaltet, die Induktivität ist aufgeladen und durch die Freilaufdiode hier fließt dann entsprechend ein Strom in die Ausgangsseite. Und jetzt, nur jetzt fließt wirklich ein Strom auch in die Ausgangsseite rein. Das heißt also, der muss ja entsprechend größer sein, um hier den Kondensator zu füttern. An dieser Stelle. Weil ja dadurch, dass immer diese beiden Transistoren geschaltet sind, gar nicht die Möglichkeit besteht, dass die Induktivität in ihrer Ladephase in den Ausgang wandeln kann. Das ist da schon mal auch ein Grund, warum dieser Step-Down-Fall, den wir betrachtet haben, der ja eigentlich einen sehr hohen Wirkungsgrad haben sollte, in bestimmten Fällen hier doch bestechend niedrig ist tatsächlich. Und ja, der Step-Up-Fall sieht ja dann entsprechend ganz ähnlich aus, ne? Also es ist ja dann auch nur so, dass über das Tastverhältnis das letzten Endes gesteuert wird, weil ja hier vorne ist ja ein Synchronwandler abgebildet über diese beiden Transistoren. Es ist dann also genauso, dass die Induktivität wieder hier geladen wird über den Zweig, den ich gerade eben schon eingezeichnet habe. Und wenn dann entsprechend die Ladezeit so groß ist, dass sich eine entsprechend hohe Energie aufgebaut hat, kann die Spannung am Ausgang im umgeschalteten Fall auch größer werden über die Freilaufdiode als die Eingangsspannung. Deswegen gibt es hier unten noch eine Diode, die dann parallel zu diesem Feldeffekttransistor sitzt. Das ist so ein bisschen fraglich, weil die ist eigentlich nur, die stellt eigentlich nur die Funktion der Bodydiode des Transistors dar. Und wenn man hier einen Transistor hat, wo die Bodydiode entsprechend gut spezifiziert ist, dann könnte man sich diese Diode, die hier zusätzlich noch sitzt, eigentlich auch sparen an der Stelle. Es gibt natürlich dedizierte Dioden, die ein bisschen niedrigere Flussspannung haben und die den Wirkungsgrad dann nochmal etwas verbessern können, weil die Flussspannung dann durch die parallel geschaltete Diode etwas niedriger wird, als die Bodydiode das ermöglichen würde im Feldeffekttransistor. Ja, muss man sich im Einzelnen immer angucken, ob denn die ein paar Zehntel, wenn es überhaupt ein Zehntel Volt ist, ob die dann noch was bringen an der Stelle. Wenn man den Wirkungsgrad jetzt hier noch groß steigern wollen würde, dann wäre es ja sinnvoll, wenn man ausgangsseitig der Induktivität hier auch noch ein Transistorpaar hat. Das heißt also, wenn man diese Diode hier, diese Freilaufdiode, noch durch einen Transistor entsprechend ersetzen würde, der dann noch mitschalten kann, dann könnte man diese Spannung hier sparen. Und dann hätte man gerade bei geringen Ausgangsspannungen, zum Beispiel 3,3 oder 5 Volt, noch einen etwas höheren Wirkungsgrad an der Stelle. Weil man dann diese Diode hier nicht hätte, diese 0,7 Volt, sagen wir mal über den Daumen, die da abfallen. Das ist jetzt mal so wenigstens der grobe Ausblick, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier noch ein bisschen Bootstrap-Schaltung und so weiter mit einem Kondensator, der die Spannung dann anhebt für den oberen Transistor, dass der im N-Channel-Betrieb auch durchsteuern kann. Solche Geschichten, die sind jetzt aber relativ normal eigentlich bei Synchronwandlern. Immer wenn man High-Side-FET hat, dann wird das ja üblicherweise so gemacht. Das ist jetzt hier nichts Spezielles. Dann haben wir hier noch ein bisschen die Beschaltung hier an dem Sense-Pin. Das ist jetzt hier für Ausgangsspannung 12 Volt. Dementsprechend gibt es hier einen Spannungsteiler mit 111 Kiloohm, der dann auf den Sense-Pin geht. Hier würde jetzt noch ein Poti sitzen in dem Wandler, was wir gesehen haben, dass man das Ganze einstellen kann. Die Strombegrenzung ist noch ein bisschen anders gelöst über einen separaten Operationsverstärker. Ich re-engineere das alles mal ein bisschen und dann können wir uns das auch noch angucken. In der erwähnten und verlinkten Application Note von Analog ist auch noch dieser Screenshot drin des Wirkungsgrades, der damit erreichbar ist mit der Schaltung, die wir uns gerade etwas detailliert angeguckt haben. Und man sieht hier, die kommen tatsächlich hier in Werte in Richtung 90, 95, 94, 93%, sowas in der Größenordnung. Und ja, warum haben wir die denn nicht gesehen? Das liegt natürlich nicht an der Schaltung an sich oder an der Application Note, dass die falsch ist oder so, keineswegs, weil es ist natürlich möglich, wenn man diese Schaltung entsprechend vernünftig dimensioniert und aufbaut, die Wirkungsgrade zu erreichen. Das ist jetzt halt nur in dem Fall der Schaltung, die wir uns angeguckt haben und den Wandler, der da aufgebaut war, ist jetzt nicht so, dass das erreichbar ist. Das kann natürlich an vielen Dingen liegen, zum Beispiel den Draht auf der Induktivität, das kennen wir ja schon, oder dass die Transistoren einen zu hohen Durchgangswiderstand haben oder die Dioden einen zu hohen Spannungsabfall in Flussrichtung. Verschiedene Gründe, das habe ich alles noch nicht so weit eruiert. Das sollte jetzt nur erstmal ein Video sein, was kriegt ihr auf den Tisch, wenn ihr das Ding anklickt und haben wollt. Was man da jetzt noch dran machen kann oder basteln kann oder was alles noch so weiteres möglich ist, das können wir uns dann immer noch so angucken. Ob man jetzt mit der Schaltung hier hinkommt, ist dann, ich weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen, will ich mich jetzt erstmal nicht aus dem Fenster lehnen. Grundsätzlich ist diese Schaltungsweise aber nicht unbedingt schlecht. Das soll das erstmal aussagen. Für unseren Wandler, den wir hier liegen haben, ja, der ist so wie er ist, wie wir gesehen haben, darf sich jetzt jeder selber überlegen, ob das für ihn benutzbar ist oder nicht. Er kann auf jeden Fall Buck und Boost und das Ganze geht auch wunderbar flüssig über, ohne dass es da irgendwelche Aussetzer gibt. Die Eingangsspannung bei 5 Volt, da funktioniert er schon gut. Bis 30 Volt, ich habe es glaube ich nur bis 28, irgendwas gedreht, aber naja, bei 30 wird es wahrscheinlich auch noch funktionieren.
Ausgangsspannung ging sogar von 1,22 auf bis 30,1 Volt, sowas in der Größenordnung hatten wir, ist erreichbar. 8 Ampere Eingangsstrom, ich bin auch auf 9 Ampere Eingangsstrom gegangen, auch das hat funktioniert. Man muss natürlich mit der Kühlung dann gucken, was man für Umgebungsbedingungen hat, ob das nur noch zu warm wird oder wie warm das sehr werden möchte. Das kann ja dann auch jeder selber überlegen. Das Einzige, was in der Beschreibung drin stand, das haben sie natürlich sehr lässig aus der Application Note kopiert, wonach sie die Schaltung gebaut haben und haben gesagt, yo, das Ding hat locker über 90% Wirkungsgrad, die schreiben das, dann wird das so sein. Ja, ist aber in diesem Fall nicht der Fall, weil der Aufbau das nicht zulässt, aus welchen Gründen auch immer, die wir noch ergründen können. Das soll es zu diesem Wandler erstmal gewesen sein. Wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.